Kann sie nicht wenigstens Unterwäsche tragen? Schnell reinpatchen, ja. Und die Tiefribut am besten auch direkt umpatchen. Please, please, please. Please, please, please. Please, 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 please. Niemals schicken. Denn wir sind böse. Wo bin ich eigentlich von der Karte her gestartet? Das war der eine Shop, ne? War das dann der Amor-Typ? Hat er zwei solche Dinge? Ja, hat er. Amor. Wie heißt du? Tough Boy. Ja. Brent Amor. Oh, das war doch hier der Arrow Shop. So, da waren wir drin. Da waren wir drin, da waren wir drin. Chickens wieder alles am Markieren. Was blubbert da eigentlich da drin? Ist das Lava? Stellen hier künstlich Lava her? Oder wie habe ich das zu verstehen? Na, kannst du dich Lava herstellen? Mit dem Lava Fabricator. Ruhe, ihr kleinen Naga! Den Garten. Wie kommst du da auf, Chicken? Na, gucken wir uns aber erstmal hier weiter um. Hier ist auch niemand. Obwohl, da hinten ist rotes Licht. Ja. Chicken, da hinten war doch auch rotes Licht, ne? Rotes Licht muss nicht immer heißen. Hier, Morrowind. Dagot Uhr hat ja auch in ein paar seiner sechstes Hausbasis rote Lichter. Muss gar nichts heißen. Das rotes Licht auch immer mit Bordell gleichgesetzt wird. Nee, nee, nee. Hier Leute reden. Glaube ich, weiß ich nicht. Tue ich das? Garten, Garten, Garten. Garten, Garten, Garten. Ja, zwäng dich durch den Spalt. Und dann kommst du nicht mehr raus. Zirp, zirp, ja. Ja, sorry, Grillen. Kann ja mal passieren. Offenes Fenster. Das Fenster schreit quasi danach. Chicken, komm her. Please. Wieso steht hier ein Stuhl? Beziehungsweise, wieso hier wurde hier ein kaputter Stuhl hinplatziert? Kann ich da überhaupt irgendwie hochklettern? Hm.
Es hat das Geräusch gemacht zum Akzeptieren, aber es ist kein Pfeil. Von unten kann ich nicht hoch, oder? Aha. Chicken, du könntest ja eine große Treppe aus Kisten machen. Ja, checken wir mit ihren Kisten, ne? Schrecklich. Ich weiß. Ich bin schrecklich. Ich bin sehr schrecklich. Oh, diese lange Laufwege sind auch schrecklich. Und hier ist nirgendwo was. Irgendwo. Irgendwo. Wieder so ein verdammter Gargoyle. Was haben wir hier? Pets Magics. Pet? Jo. Ja, oder Pat, eher, wie auch immer man das im Englischen aussprechen will. Aber ich. Naja, ich gehe lieber mal nicht drauf ein. Ist ja eh kein offizielles Spiel, sondern ein Fangame, was ich gerade im Kopf habe. Wo ein Charakter namens Pet gibt. Ich glaube auf jeden Fall, dass er Pet hieß. Henkers Axt. Mit so einer breiten Schulter. Kleines Stück Polygon. Oder ist das das Fenster, das ich gesehen habe? Und das ist das Bordell. Gehört das dann auch dazu, der Garten? Wahrscheinlich. Und ein gelber Mond. Was ist das? Big Entrance. Nee, das Gebäude vor mir. Mr. Archer Guard, Mr. Archer Guard. Sie sind ein Arch. Er. Ein Arsch. Er, ja. Hallo. 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 Er trägt ein Kettenröckchen, wie süß. Kettenröckchen. Wie schaut es denn du aus? Kettenröckchen, Kettenröckchen. Geh mal hier in die Ecke, Kettenröckchen. Mr. Berwick! In einem Käfigstall ist er handsam. Wieder eine Burg aus dem Thief Gold Bonus Level, das so verrückt war.
seinen tanzenden Zombies, ja. Ein Berg als Reittier. Pferde sind out. Aber hier läuft noch irgendwo jemand. Wahrscheinlich oben. Na, kommst du wieder runter aufs Gras? Auf die schöne Wiese. Bist auch krank, hä? Bist auch nackt vorm Fenster gestanden? Möchte ich mal in den Brunnen werfen? Ist ja wirklich tief runter. Geheimer Höhleneingang? Fragezeichen. Ach, das geht ja. Text vorbei. Ich mache hier ein X hin. Und dann schreibe ich hier so Brunnen. Ja, Runnen. Nett, dass du das B schreibst. B. B. Ach, jetzt darf ich kein großes B mehr machen, hä? Oh. Ich darf nicht mehr groß schreiben. Rechtschreibung, WTF. Machen wir das noch ein bisschen weiter runter. Ja, im Internet wird alles klein geschrieben. Groß- und Kleinschreibung, wer braucht das? Das hier ist Internet und nicht Real Life. Ich könnte doch wirklich durchs Fenster. Was haben wir denn hier denn so Schönes? Irgendeine zerknitterte Notiz. Nubi! Also wenn ihr jetzt Doppel-O stände und nicht Doppel-B, würde ich mich beleidigt fühlen. Hey, who's Morgan think he is now strolling up in here all high and mighty? When 2 months ago he was pissing around in here. With the rest of us and chasing all lucky skirts, Mr. Man's over the city, watch my tonker. 'Cause he's gardening, the sheriff gives him no call to stick his nose up at me. Ach, deswegen darf ich nicht groß schreiben, weil der Typ ja auch keine Rechtschreibung beachtet und anstelle Haas irgendwie. Ach, wie nennt man diese Dinger? Apostroph? Diese Striche oben? Benutzt. I put some umami smoldered ginger spice in its coffees early tonight. Could be some time on the privil. Was? Privil help? I reconsider his humble beginnings. Please Rechtschreibung, ich bin doch sowieso schon schlecht genug in Englisch. Please, please, please. Ja, double please. Ist das Berry-Kaka? Ja, das schmieren wir jetzt Schurat irgendwo hin als Strafe. Vogelhäuschen. Schiefstehendes Vogelhäuschen. Da kriegen die Vögel doch einen Knick in der Optik. Können ja nicht machen. Könnt ihr doch nicht machen. Könnt ihr doch nicht machen.
So, it's Burg time.